Mr. Shelton. Gibt es etwas, was Sie uns sagen möchten, Mr. Shelton? Ja, 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 euer Ehren. Soll ich aufstehen? Bitte. Euer Ehren, ich bin ein gesetzestreuer Bürger. Absoluter Durchschnitt. Es besteht keine Fluchtgefahr. Und ich war vorher noch nie angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat noch keinen einzigen stichhaltigen Beweis gegen mich vorgebracht. Unter diesen Umständen, es sei denn, die Anklage hat neue Beweismittel vorliegen, die auf meine Beteiligung an der fraglichen Tat schließen lassen, finde ich es äußerst abträglich, ja sogar verfassungsmäßig fragwürdig, dass mir das Recht auf Kaution verwehrt wird. Das steht auf wackeligen Füßen, euer Ehren. Kennen wir denn nicht schon das Resultat solcher Verstöße, sowohl international als auch bei uns? Treffendes Beispiel wäre Day gegen McDonough, Aktenzeichen 041325. Ich bin eigentlich dazu geneigt, Ihnen zuzustimmen, Mr. Shelton. Euer Ehren, Mr. Shelton hat uns ein umfassendes Geständnis zugesichert. Hat er eins abgelegt, Mr. Rice? Nein, euer Ehren. Nun, dann hat meiner Meinung nach die Staatsanwaltschaft keine überzeugende Grundlage für Ihren Antrag und ich werde Kaution gewähren. In Höhe von... Euer Ehren, ich möchte Ihnen dringend davon abraten. Danke. Entschuldigen Sie mal. Nein, ich glaube nicht, dass ich das entschuldigen werde. Genau davon spreche ich doch. Sie wollten mich gerade gehen lassen. Wollen Sie mich für dumm verkaufen? Deswegen sind wir doch alle überhaupt hier. Denken Sie, ich weiß nicht mehr, wer Sie sind, Lady. An Ihrer Stelle wäre ich vorsichtiger, Mr. Shelton. Wie vorsichtig soll ich denn sein? Offensichtlich habe ich ja gerade zwei Menschen umgebracht. Und Sie wollen mich da einfach rausmarschieren lassen. Ja, wie bescheuert sind Sie eigentlich? Ich serviere Ihnen ein paar lausige Präzedenzfälle und Sie springen drauf an wie eine läufige Hündin. Ihr Typen seid doch alle ich gleich. Ich warne Sie, Mr. Shelton. Ihr hofft ich lasse Verein Sie wegen Missachtung dieses Gerichts und Verrückte wieder auf freien Fuß. Wichtig ist doch für euch nur, dass die Rechtsprechung wie am Fließband läuft. Einmal ist Ihnen noch. Eigentlich klar, was Gerechtigkeit ist? Das ist schon mal was von Recht und Unrecht gehört? Nochmal, spielt denn Recht und Unrecht keine Rolle mehr? Spielen denn die Menschen keine Rolle mehr? Bringen Sie ihn spielt raus. Die Gerechtigkeit keine Kaution Rolle mehr? Abgelehnt. Ich wette, du hast es am liebsten in den Arsch. Schlampe. Abführen. Bis gleich, nächstes.